Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 10. Wir sind in der Räuberhöhle drin, im Schattenwald, und sind auf der zweiten Etage. Und allmählich flutscht das Spiel. Das heißt, die Gruppe ist stärker, wir sind besser gepanzert, aber vielleicht sind die Gegner auch was schwächer. Dunkelblaue Flüssigkeit. Ja, da müssen wir erstmal gucken, was das uns bringt. Da er am schnellsten stirbt momentan, würde ich sagen, wird er das mal probieren. Hat 1 für Magie hinzugewonnen. Ja, das war ja auf jeden Fall nicht schlecht, dass er das bekommen hat. Sollte ich mir auch irgendwann mal aufschreiben. Blau für Magie. Na, das mache ich am besten jetzt. Genau, das hätte ich eigentlich direkt schon von Anfang an machen sollen. Ein extra Blatt. Ah, hier liegen schon so viele Zettel rum jetzt. Okay. Blau. Das ist Magie. Sehr gut. Wo kam ich her? Da hinten, ne? Genau, da sind wir hergekommen. Dreimal können wir noch resten. Keiner hier. Einfach nur ein paar Sachen zum Verkaufen. Ah! Und ein Fernkämpfer. Interesting. Jo, dann. Wow. Einmal Schattenumhang und voll drauf. Ui, und ein Nahkämpfer. Das ist nicht gut. Dann würde ich gerne entzweien. Wir haben aber leider nicht genug. Nehmen wir einen Heiltrank. Den sollten wir mit Magie erstmal zu schwächen. So. Ein bisschen die Rüstungswerte runter und jetzt draufhauen. So. Du hast da noch. Ne, das ist flüssiger Schatten. Hier, den brauchen wir, den Schattenmantel. Yeah! Lob, lob! Awesome! Und dich ballern wir weg im Fernkampf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, sie hat schon ordentlich Macht. Wahrnehmung noch 2 Punkte, würde ich sagen. Damit wir da ein bisschen besser treffen. Und ja, noch mehr Schaden. Der ist schon nicht schlecht, der Schaden. Ja, komm. Machen wir es so. Und Kriegsführung hast du gelernt. Wir können dich rüber zum Meister bringen, aber ich kenne noch keinen Lehrmeister für Meister. Also, brauchen wir Schwert. Mehr Schaden. Armbrust perfektionieren. Und den Rest in Schwert, würde ich sagen. Schwert gab's, ne? Schwert habe ich mir aufgeschrieben. Schwert. Ja, im Ausbildungszentrum können wir Schwert machen. Nochmal einen Zaubertrank. Quick Save. Ha. Gefahrenanzeige. Ihr spürt Gefahr. Feinde müssen in der Nähe sein. Da hinten ist einer. Hier ist eine unterirdische Höhle. Ich habe nicht damit gerechnet, Tunnel wie diese unter diesem Gebäude zu finden. Das ist beunruhigend. Ich habe Geschichten über ganze unterirdische Städte gehört, die sich unter der Ägäen-Halbinsel erstrecken. Aber ich habe immer gedacht, es seien eben nur Geschichten. Dem ist nicht so, wie du siehst. Huhu. Ja, sollen die mal ruhig näher kommen. Okay, und jetzt legen wir los. Schwächung. Und Fernkampf. Autsch! Wir wollen niemand nach. Okay, das ist schon ein Nahkampf, oder?
gar nicht gut. Gar nicht gut. So. Brauchen auf jeden Fall schon für. Ihr verbergt die Gruppe im Schatten, wodurch euch der nächste Angriff eines Feindes in dieser Runde verfehlt. Ja, machen wir auf jeden Fall. Tötet jetzt diesen Mistkerl. Du brauchst eigentlich ein Gegengift, aber die vergiften dich sowieso direkt wieder. Deswegen einfach mal drauf. Hey, that's gonna leave a mark. Mir geht's gar nicht gut. Direkt nochmal Schutz. Niemand nach. Jetzt aber. Und weg ist er. Jetzt bitte auf den drauf. Autsch. Nimm mal einen Heiltrank. Ihr haltet doch nichts aus. Boah, und wir leider auch nicht. Autschi, Wautschi, ja, einen Trank nehmen. So ein Gegengift. Und du nimmst einen Trank. Und zwei Level-Ups, aber wir haben kaum noch Gegengift. Das ist echt teuer, das Gegengift. Stufe 6. So, Wahrnehmung ist sehr hoch. Mehr Nahkampfschaden. Ja, wir kämpfen ja viel im Nahkampf. Ich brauche zwei vernünftige Dolche. Ich hoffe, da kommt später im Spiel noch irgendwas Feines, weil sonst ist es ja nicht so ideal. Da hätte ich dann lieber doch einen weiteren Kämpfer noch nehmen müssen. Da müssen wir mal schauen. Wer weiß, wie stark der Fernkampf später wird. Kritische Treffer. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn so hohe kritische Treffer macht. Und Vitalität. Bisschen mehr Magie für die Elfe. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Macht. Ja, das ist hier ganz schlecht geregelt. So, den Dolch. Sehr gut. Den können wir jetzt auf Experte machen gleich. Und bei dir haben wir Magie. Machst du mehr Schaden mit. Was wir aber wirklich brauchen, ist Geist. Damit du mehr Mana hast. Aber das auf 20 und geben dir einen Punkt in Vitalität. Bitteschön. Und wir brauchen magische Fuki, glaube ich. Ausweichen, konnte ich das irgendwo lernen? Ausdauer habe ich da. Ausdauer. Ja, dann machen wir mal Ausdauer rein. Sollte auf der nächsten Stufe dann oder übernächsten kann das funktionieren. So, was habt ihr denn Tolles hier bewacht? Da hinten sind wieder Gegner. Kommen wir nicht rein. Something is coming your way. Be ready. Ja. Noch nicht. So, Fernkampf, da sind wir aber auch gut dran. I feel stronger. Jo, das soll's doch sein. Sollten wir sie auch in Zweikampf verwickeln. Ah, weil im Nahkampf machen wir etwas mehr Schaden.
nicht gut. Borrow your helmet for a second. And stay down! I don't feel so good. Ein Elite-Räuber. Galadriel ist vergiftet. Nicht ohne. Legionärsandalen. Wir resten mal, würde ich sagen. 8 Stunden lang gerestet. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Da hinten sind noch mehr. Und hier ist eine Tür. Ein unbekannter Silberring. This looks powerful. Und einen Bronzeschlüssel haben wir gehalten. Können wir mit diesem Bronzeschlüssel hier hinten dieses komische... Oh, hier ist ein Hebel. Ha, den haben wir kaum gesehen. Was hat dieser Hebel gemacht? Die Tür hier geöffnet? Ja, die konnte ich mich nicht anwählen. I feel stronger. Moment mal, wer braucht denn hier ein paar ordentliche Handschuhe? Lederfäustlinge? Ich habe sowieso schon besseres Zeug. Nö, braucht keiner. Ganz schön dunkel hier. Das Problem ist, ich entferne mich auch voll hier. Wir sind hier in diesen einen Raum reingegangen. Hätten aber hier noch weiter gekonnt, nach Norden, da hätte noch irgendwas sein können. Was war das denn? Ich weiß nicht, vielleicht hätte es hier auch nochmal reingegangen. Aber schauen wir uns mal weiter hier um, würde ich sagen. Something is coming our way. Be ready. They're attacking from the side. I don't feel so good. So, alle beisammen. Ah, ich bin nicht aufgepasst. Der ist die ganze Zeit vergiftet. Wir haben kein Gegengift mehr. Ach du Jemine, wir haben echt kein Gegengift mehr. Ne, haben wir nicht. Lustig. Lustig, lustig. So, von allen. Kurz was runter. So, einen haben wir weg. Ja, das ist echt ein Problem hier mit dem Gift. So, den letzten hauen wir zu los. Will er wohl nicht. Ja, wie soll ich jetzt gegen das Gift vorgehen? Das ist ein Problem, weil wir kein Gift haben. Kein Gegengift. Das hieße, wir müssten in die Stadt zurück. Wenn wir jetzt rasten, sterben die beide, oder? Machen wir mal ganz kurz einen Testo-Speicherstand anlegen. Wäre nicht schlecht hier, Testo. Rast. Okay, die Rast hat das Gift nicht weggemacht, bringt also gar nichts.
Das ist schlecht. Ja, dann muss ich zurück in die Stadt und hoffen, dass ich da neue Tränke jetzt kriege, weil ein paar Tage vergangen sind. Ich brauche einen Portalzauber oder sowas. Ja, vielleicht bringt das ja was. Wenn ich jetzt rasten tue... Nee, dann ist das Gift trotzdem wieder da. Ach du Punkt. Ah, okay. Schnell in die Stadt zurück. Jede Menge Gegengift. Also im Kampf am besten Gegengift gar nicht mehr aufbrauchen. What is that? Was? Was hast du entdeckt? Oh, what is that? Moment, renne ich hier richtig? Ja. Aber es klappt wesentlich besser als im Leuchtturm. Es ist also ganz gut, dass wir erst in diesen Dungeon gehen. Truppe ein bisschen hochgrinden. Na komm. Lad schon. Wait, you hear that? Nah, no, it's nothing. Falsch abgebogen. Weather like this, I should have taken the day off. Looks like they smelled us. Who? Jetzt die Frage, was ist günstiger? Gegengift kaufen? Oder... What a lovely town. Schauen wir mal, was das jetzt kostet. Die Frage, ist das kurieren? Vergiftet. 15. Ja, das ist billiger als das eine auf jeden Fall. So, Kurierung, Heilung brauchen wir nicht. Wir können ja jetzt rasten. Genau. Und wir hätten gerne Proviant wieder für 6 Tage. Ich glaube, früher war das so mit 6, 12, 18, so im 6er Schritten. Jetzt hatten wir beim Paar Armbrust hoch gemacht. Das sollten wir jetzt eigentlich auch mal ausbilden, bevor wir Geld in irgendwelche Tränke ausgeben. Armbrust. Ja, 2 Stück haben wir da drin. Sehr schön. Wert haben wir, glaube ich, noch nicht hoch genug gehabt. Ne. Holen wir uns hinten beim Alchemisten noch ein paar Sachen. Hier verkaufen wir gerade nochmal die Waffen. Und zwar... Hier haben wir einen Bogen, den wir vielleicht gebrauchen können. Macht zwar mehr Schaden,
Der Primärschaden ist so viel niedriger, das bringt nichts. Ne. Verkaufen, 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 verkaufen. Und die drei Sachen, obwohl das Schild können wir auch verkaufen, den behalten wir aber noch. Da haben wir noch nicht viel Besseres gefunden. 2198, okay. Da kriegen wir auf jeden Fall ein paar Tränkchen. Hey, warte, was ist das da? Können wir da? Ne, können wir nicht. So, da ist die Alchemistin. Bestimmen wollen wir eigentlich noch nicht. Gehen wir gerade mal kurz raus und speichern. Nicht, dass da irgendein Murks bei ist. Oder ist das Zufall und jedes Mal was anderes? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ich verkaufe. Ausrüstung bestimmen. Ja, machen wir alle. Was können die Items? Widerstand gegen Licht. Man geht zusätzlich 100% Schutz vor magischem Schlaf. Können nicht eingeschläfert werden, also. Eine schöne Armbrust auf jeden Fall, die ich jetzt einem von denen geben werde. Und Widerstand gegen alle Magieschulen und plus 1 Geist. Naja. Ist auch nicht viel besser, ne? Plus 2 gegen alle Magieschulen habe ich da an, aber da der plus 1 Geist hätten wir 3 mehr Magie Mana im Endeffekt. Verkaufswert 148, ja, da scheißen wir jetzt auf die 2. Da haben wir schon Profit draus, wenn wir sie verkaufen. Genau wie durch den Ring. Ja, da müssen wir auch gar nicht neu laden. Aber wer kriegt die Armbrust jetzt? Sagen Sie, oder? Hat auch eine sehr gute. Deine Armbrust aus. Das ist dieselbe. Okay. Dann Ring. Widerstand gegen Schlaf. Gegen Lichtmagie. Gegen Luft. Zieh du den mal an. Ich weiß nicht, wer sie sonst nehmen soll. Und die beiden anderen Waffen verkaufen wir hier und holen uns Tränke. Jede Menge Tränke, wenn du hast. Ja, sie hat neue, sehr gut. Aber wieder mal nur 5. Ja, wir nehmen alle. Und wir nehmen auch alle Mana-Tränke, die du hast. Und wir nehmen auch alle kleinen Tränke, die du hast. Davon kann man gar nicht genug haben. Die 2 verkaufen wir noch. Wirklich verkaufen? Weil der so gut ist, oder was? Geist plus 1. Finde ich eigentlich nicht. Achso. Ja, es gibt hier welche, die haben nur einen Rüstungswert auch drauf. Oh, verkaufen wir das halt. Jünger Kristallkugel. Hat er da? Lehrlingskristallkugel, die hat er. 8 bis 10, 12% kritischer Schaden Magie. Das ist schon was besser. Stürmer, Lehrlingsstab. Wir müssen magische Fogi hochbringen, damit wir hier bessere Waffen für ihn kriegen. Kann auch den hier nutzen. 16% kritischer Schaden. Ja, wir sparen da drauf, bis er den hat, oder? Sollen wir ihm so lange den hier geben? Der kostet auch nicht die Welt. Komm, dann kriegst du den. Tauschen wir den aus und der wird verkauft. So, die Truppe ist wieder etwas mehr gestärkt. Ich renne zurück bis in die zweite Ebene wieder von der Räuberhöhle und wir sehen uns dann da gleich wieder. Bis demnächst. Euer Jojen.